Es gibt drei Fehler, die Führungskräfte immer wieder machen, wenn sie versuchen, noch besser in ihrem Führungsalltag zu werden. Und ich werde dir heute verraten, welche drei Themen das sind und wie du sie vermeidest bzw. stärker sie in deinen Fokus mit reinnimmst. Der allererste Punkt geht darum, dass wenn wir um das Thema Führung sprechen, nicht immer direkt um Mitarbeiter- oder Personalführung alles sich drehen muss. Denn wer andere führen möchte, der muss zunächst mal sich selbst führen können und das vor allen Dingen sehr gut. Das bedeutet, wir brauchen eine erste wirkliche Selbstreflexion in unserem Führungsalltag. Und diesen Fehler, den begehen ganz, ganz viele. Sie wissen, wie wichtig es ist, sie machen es aber nicht, weil sie sich nicht die Zeit dafür nehmen, das auch wirklich in ihren Arbeitsalltag zu integrieren. Ich bekomme ganz häufig an dieser Stelle gesagt, ja, wie soll ich das machen? Ich habe doch keine Zeit. Hier stellt sich für mich die Frage, was ist deine Definition von Zeit? Denkst du, du musst da für eine Stunde oder 90 Minuten opfern, wie tatsächlich irgendwie ein Meeting oder ein Gespräch? Das glaube ich nicht. Denn du kannst mit langsamen, kleinen Schritten erstmal anfangen, diese Selbstreflexion in deinen Führungsalltag zu integrieren. Als Leistungssportler habe ich mich immer vor und nach den Trainingseinheiten hingesetzt und ein paar Minuten für mich reflektiert und in ein kleines Buch reingeschrieben. Das hat sich dann sukzessive aufgebaut, sodass ich da auch mal länger dran saß. Aber am Anfang habe ich ganz klein gestartet. Daher mein Tipp, starte klein, vielleicht auch nur mit ein paar Minuten und du wirst merken, wenn du dran bleibst und das ist die Disziplin dahinter, dann wird sich das als Routine etablieren und du wirst sie dann deinen Zeitblock definitiv finden. Daher, Zeit für Selbstreflexion, da haben die meisten Probleme und nutze diese Tipps, um tatsächlich auch dahin zu kommen. Der zweite wichtige Punkt ist das Thema Mitarbeitermotivation. Also wir gehen ganz häufig davon aus, dass wir meinen, wir müssen extrinsisch die Mitarbeiter motivieren anhand von Benefits, anhand von Gehaltszahlungen und nochmal mehr und 4-Tage-Woche. Also ganz, ganz viel leisten und in Vorleistung gehen. Natürlich hat das einen erheblichen Anteil daran, ob jemand gerne kommt oder für mich gehört das irgendwo auch ein Stück weit dazu, dass man für eine Leistung auch eine Gegenleistung bekommt. Aber wenn wir wirklich versuchen möchten, Mitarbeiter oder Personen anzutreiben, dann müssen wir es schaffen, den innenliegenden Kern zu entdecken, was die Menschen tatsächlich antreibt. Und das ist vielleicht die Motivation hinter der Motivation. Daher gehe nicht immer davon aus, dass man sagen muss, auf geht's, komm, mach jetzt und ich fordere das, sondern was macht deinen Menschen Spaß? Was macht den Teams um dich herum Spaß? Wann gehen sie auf? Wann versprühen sie Inspiration und geben das an andere weiter? Achte auf solche Themen, weil dann wirst du entdecken, worin die Leute Spaß haben und woran sie auch gerne arbeiten. Denn dann stellt sich nicht die Frage, ob ich dafür mehr Geld bekomme, sondern ich mache das aus innerem Antrieb heraus. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Hebel, der für mich einer der größten Fehler ist, die Führungskräfte machen, diesen nicht zu entdecken. Also nutze die Themen, die ich im Vorfeld gesagt habe, um tatsächlich den inneren Antrieb deiner Menschen um dich herum zu entdecken. Der dritte Punkt ist, dass viele Führungskräfte sehr harmoniebedürftig sind, was von der Grundausrichtung jetzt zunächst einmal nichts Negatives ist, aber häufig dazu führt, dass wir Konflikte scheuen. Und das ist der Fehler Nummer 3. Wir versuchen, Konflikten sehr stark aus dem Weg zu gehen, weil wir uns mit dem einen nicht verscherzen möchten, weil ja sonst die Woche über ganz blöd sein kann und ganz, ganz viele Themen, die dann auch dazukommen. Deswegen, wir müssen es schaffen, Konflikte auf den Tisch zu bringen, zu lösen, zu diskutieren und eine Bilanz daraus zu ziehen. Es ist ganz wichtig, dass hier nicht immer der eine hat gewonnen und der andere verloren im Mittelpunkt steht, sondern was haben wir daraus für uns alle gewonnen? Ja, der Gewinn der Gemeinschaft. Das sage ich immer wieder, auch an anderer Stelle. Aber das ist das. Der Fehler ist, dass wir sehr harmoniebedürftig sind. Und wir müssen Konflikte tatsächlich auch mal lernen zu forcieren, also auszutragen, zu moderieren, auch als dritte Person oder als Moderator. Führungskräfte sind in meiner Hinsicht auch immer sehr, sehr gute Moderatoren, die eine Besprechung, ein Meeting, eine Konfliktsituation
in diese Richtung lenken können, wo es für das Team am besten ist. Und darauf kommt es an. Diese drei Fehler gilt es ab jetzt zu vermeiden. Und ich habe dir jetzt an dieser Stelle schon ein paar Hinweise gegeben, wie du diese Fehler vermeiden kannst, um das noch besser in deinem Führungsalltag zu integrieren. Daher nutze diese Themen und dann wirst du ganz schnell merken, wie sie dir helfen und dann gezielter und besser in deinem Führungsalltag zu werden. Wenn dir diese Themen, diese Tipps geholfen haben, dann freue ich mich, wenn du mir hier kurz eine Bewertung gibst oder mich kurz anschreibst und sagst, hey, cooles Video, mach weiter so. Wenn du mehr und intensiver in diese Themen bei deinem Führungsalltag einsteigen möchtest, dann findest du unten in der Beschreibung einen kurzen Link. Hier gibt es ein Analysegespräch, wo ich mir genau anschaue, wie deine Situation ist und dir dann direkt erste Anhaltspunkte auf deine eigene Situation gebe, die dann die nächsten Schritte für dich bedeuten, auch dich weiterzuentwickeln. Also klicke jetzt hier auf den Link zum Analysegespräch, damit du dich weiterentwickeln kannst und diese Fehler nicht bei dir vorkommen.